Werbejournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Großes haben wir heute in ErzTV Kompakt vor. Große Reise, Bandoneon-Verein in Brasilien. Große Sanierung, Honecker Orgel wird überholt. Und große Schau, Schnitzen, Klöppeln und andere Veranstaltungen. Glück auf, hier noch einmal Nachrichten in dieser Woche bei ErzTV. Schön, dass Sie dabei sind. Zu Beginn noch ein kurzer Nachrichtenblock. Der erste Monat des neuen Jahres startet mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit, sagte der neue Chef der Agentur für Arbeit Annaberg Buchholz, Nino Skiretta, heute bei der Veröffentlichung der aktuellen Arbeitsmarktdaten für das Erzgebirge. In der Hauptsache resultiert dieser Anstieg aus der Freisetzung von ca. 1.500 Beschäftigten, die aufgrund des Winters eine Zwangspause einlegen mussten. Diese Meldungen haben sich gegenüber dem Vormonat mehr als verdoppelt. Betroffen waren hauptsächlich Männer in Außenberufen wie Hoch- und Tiefbau, Innenausbau, Verkehr und Logistik. Stolberg weist jetzt mit 4,1% nach wie vor die günstigste Arbeitslosenquote im gesamten Agenturbezirk aus, gefolgt von Schopau mit 4,2% und Marienberg mit 4,8%. Die Geschäftsstelle Schwarzenberg schließt mit 5,5%, die Hauptagentur Annaberg Buchholz mit 5,6% und Aue mit 5,8% an. Im Durchschnitt sind das 5,0% landkreisweit. Vor einem Monat waren es noch 4,5%. Mehr zum Arbeitsmarkt in der kommenden Woche hier in ErzTV Kompakt. Marcel Friedrich konnte es zum großen Jubiläumsfest der Stadtwerke Schwarzenberg vergangenen Sommer nicht fassen. Die Glücksfee hatte sich tatsächlich sein Los aus den über 400 Eingeworfenen gegriffen. Er war der glückliche Gewinner von 2.500 Kilowattstunden Gratisstrom, den die Stadtwerke anlässlich ihres Geburtstages verlost hatten. Ende Januar dieses Jahres übergab Sascha Wehrmann, Geschäftsführer der Stadtwerke, die Jahresendrechnung für 2018 dann höchstpersönlich an den glücklichen Gewinner, der dafür gern ins Kundenbüro gekommen war. Marcel Friedrich kann sich über ein schönes Guthaben auf seiner Rechnung freuen. Das Karlsfelder Bandoneon ist von einer großen Reise zurück. Mitte Januar reisten zwei Gruppen des Bandoneon-Vereins Karlsfeld nach Pommerode, um dort ein Gastspiel mit dem Traditionsinstrument zu geben. Anlass war der 60. Jahrestag der Unabhängigkeit mit der Festa Pomerana. Pommerode klingt zwar nach einem Provinzort an der Ostsee, ist jedoch ein Ort mitten in Brasilien. Hier hatten sich im 19. Jahrhundert vor allem deutschstämmige Handwerker, Wissenschaftler und Künstler niedergelassen, nachdem der brasilianische Thronfolger 1817 die österreichische Erzherzogin heiratete. Hermann Blumenau sollte dort den Aufbau einer Kolonie leiten. Neben dem Ort Blumenau entstand dabei auch Pommerode, dessen Name von den dort lebenden Auswanderern aus Pommern im Nordosten Deutschlands oder Nordwesten Polens stammt. Den Jahrestag gestaltete der Bandoneon-Verein Karlsfeld jeden Tag mit. Jeden Tag gab es einen Festumzug, der dort Auszug genannt wird, allerdings oft begleitet von tropischem Starkregen. Zudem gaben sie kleine und große Konzerte, die, so beschrieben es die Mitglieder, einschlugen wie eine Bombe. Einen ausführlichen Bericht sehen Sie demnächst bei ErzTV, das Magazin. Doppelter Einsatz für die Schönheider Wölfe am jetzt startenden Wochenende. Zunächst gastieren die Berlin Blues am Samstag um 17 Uhr im Wolfsbau.
ehe sich das Team um Trainer Sven Schröder auf die Reise in die Lausitz begibt. Dort steht am Sonntag um 16 Uhr in der Eisarena Weißwasser die Begegnung gegen die Bombers Bad Muskau an. Dieses Doppelwochenende könnte für Schönheide ein ganz besonderes werden, denn holen die Wölfe aus beiden Partien wenigstens 4 Punkte, ist ihnen der Meistertitel in der Regionalliga Ostsaison 2018-19 vorzeitig sicher. Die Vorzeichen dafür könnten eigentlich nicht besser sein, denn sowohl gegen die Berlin Blues als auch gegen die Bombers Bad Muskau feierten die Wölfe in dieser Spielzeit ausschließlich deutliche Erfolge. Dennoch werden die Erzgebirger wieder mit der nötigen Portion Respekt und konzentriert in beide Begegnungen gehen. Denn dass jederzeit auch mal eine Überraschung drin ist, zeigten nicht zuletzt eben die Blues bei der sehr knappen 4:5 Niederlage letzte Woche gegen FAS Berlin oder die Bombers beim Sieg in Nyski vor 4 Wochen. Am Wochenende wird dann auch Neuzugang Chris Neumann sein Debüt im Wölfetrikot geben. Jetzt nach Stolberg, dorthin, wo die Stahleburg schon von Weitem zu sehen ist, heute eher bekannt als das ehemalige Frauengefängnis Honeck. Viel ist in den letzten Jahren an dieser Stelle passiert. Alte Gebäude wurden abgebrochen, der Bestand saniert und noch immer wird gebaut im Bereich. Eingezogen ist bereits die Naturwissenschaftsausstellung Phänomenia und auch das Kinder- und Jugendtheater Stolberg wartet darauf, endlich einziehen zu können. Das aber wird noch eine Weile dauern. Und dann wird wohl auch die Orgel saniert sein, die sich im großen Saal befindet. Dieses Projekt konnte nun begonnen werden, denn es gab Fördermittel. Es ist wohl das berühmteste Gebäude von Stolberg, weil weithin sichtbar und wegen der Geschichte, die Burg Honeck. Nicht dort, sondern im Rathaus der Stadt war es im Januar 2019 zu einem wichtigen Termin für die zukünftige Nutzung der einstigen JVA gekommen. Der Vorstandsvorsitzende der Erzgebirgssparkasse, Roland Manz, übergab im Auftrag der Ostdeutschen Sparkassenstiftung einen Fördermittelbescheid an den Stolberger Oberbürgermeister Marcel Schmidt. Wir freuen uns, die Stadt Stolberg freut sich ganz sehr, dass wir sozusagen Gehör gefunden haben bei der Sparkasse Erzgebirge oder Erzgebirgssparkasse. Richtig. Und der Ostdeutschen Sparkassenstiftung. Und beide Gremien, beide Institute unterstützen uns beim Ausbau des Vorhabens Stahleburg, Honeck. Dort steht eine Orgel eingebaut, die ihre beste Zeit schon deutlich lange hinter sich hatte, die während der Nutzung als JVA auch eigentlich nicht mehr genutzt worden ist und deswegen wahrscheinlich auch noch schlechter, sich in einem noch schlechteren Zustand befindet. Und da sie aber zur Originalausstattung der JVA gehört, wollten wir diese Orgel gerne wieder in Betrieb nehmen und restaurieren. Wir haben verschiedene Förderprogramme abgefragt, die alle nicht gegriffen haben in diesem Bereich, weil es sich um ein Kunstwerk handelt und Kunstwerke nicht gefördert werden. Und deswegen sind wir dann an die Sparkasse herangetreten und haben gefragt, ob man sich das vorstellen könnte. Und vor der historischen Bedeutung dieses Areals da oben hat dann die Sparkasse, Herr Manz, auch sich mit engagiert und hat auch mal nachgefragt. Und jetzt sind wir zu dem freudigen Ereignis gelangt, dass wir jetzt gleich sozusagen einen kleinen, größeren Umschlag mit einer noch größeren Summe Geldes überreicht bekommen. Und das wird dann ermöglichen, dass wir im Saal oben, im ehemaligen Kirchensaal, denn deswegen ist ja eine Orgel drin, der jetzt umgebaut wird zur Nutzung für das Theaterpädagogische Zentrum des Landratsamtes, des Landkreises, dass wir dort dann auch eine Orgel spielen lassen können. Und ich bin auch guter Dinge, wir haben in der Kreismusikschule einen Orgellehrer, der schon für das Theater Alternativ mal die Orgel in die Tasten gehauen hat. Und dann wird es dort oben zum Beispiel auch eine Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendtheater und Orgelbespiel geben. Aber es wird eben auch eigene Orgelabende geben können in diesem Saal. Und das ist für uns eine sehr schöne Perspektive, die sich mit dem Haus dann auch weiter verbindet. Es ist ein weiteres Mosaikstein, das dazu führen wird, dass die Stahleburg, dieses Areal, zukünftig öfters intensiver frequentiert wird. Ja, und da kommen wir jetzt ins Spiel. Wir waren im Dialog seit 2014, hatten wir die ersten Gespräche geführt und gesagt haben, Mensch, was können wir tun, was können wir damit bewegen. Konkret sind wir dann in den Jahren 16, 17 geworden und voriges Jahr
Wir hatten es dann geschafft, dass wir die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, das ist eine Stiftung aller Sparkassen Ostdeutschlands, in Berlin dafür begeistern konnten für das Projekt. Es ist dann immer so, wenn diese Stiftung aktiv wird, dann übernimmt die den Großteil der Unterstützung. Die regionale Sparkasse beteiligt sich mit einem Fünftel dran an der kompletten Summe, die dann übergeben werden kann. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war im Sommer vorigen Jahres, wo wir mit den Vertretern der Ostdeutschen Sparkassenstiftung alles besichtigt haben. Mhm. Und anscheinend hat der Oberbürgermeister total überzeugt, sonst hätten wir dieses Ergebnis jetzt auch nicht erreicht. Ich sah sehr bedürftig aus. Nee, sehr wohlwollend. Also man muss ja sagen, die Dame aus der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, die da war, hat ja mit dem Thema, um das es ging, also zumindest um das Bauwerk hier oben, schon persönlich ein bisschen Magengrummeln, weil wir kennen die Geschichte dieses Bauwerks und familiär hatte sie da irgendeine Verbindung und es war nicht ganz einfach, sie emotional dafür auch zu begeistern und zu knacken. Aber anscheinend haben wir es an diesem Tag geschafft, weil wir dann in Zusammenarbeit mit der Stadt einen Monat später den Förderantrag eingereicht haben und in der Herbstsitzung wurde dann Gott sei Dank entschieden, dass dieses Projekt gefördert wird. Warum ist es für uns wichtig? Für die Stadt haben wir schon gehört, wie wichtig dass das ist. Wir als Erzgebirgssparkasse und als Stiftung, da stehe ich ja heute auch da für die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, ist es wichtig, Kulturdenkmäler zu fördern. In den neuen Bundesländern, da wurde wahnsinnig viel gemacht in den letzten Jahren. Und ich denke, die Orgel hat in verschiedenster Weise eine Berechtigung hier in Stuttgart. Es ist schon erwähnt worden, wir haben dann eine Orgel, wo auch die Musikschule wieder aktiv werden kann, das haben wir im Moment nicht. Wir haben unser Jugendtheater, das aktiv werden kann. Wir denken aber auch noch einen Schritt weiter, dass wir sagen, es gibt im regelmäßigen Zyklus im Erzgebirgskreis ein Musikfestival, das mittlerweile sehr, sehr große Resonanz überregional hat, ein klassisches Musikfestival. Und die suchen auch immer Orte, die nicht nur Kirchen und Säle sind, sondern außergewöhnliche Orte. Wir waren schon in einem Bergwerk, wir waren schon in Fabriken, wo dieses Festival stattfindet. Und ich glaube, das wäre auch mal ein guter Ort, an diesem speziellen historischen Ort vielleicht dieses Musikfestival mit einzubinden. Aus dem Grund, Sie sehen, es gibt einen Strauß an Blumen, wie wir diese Orgel in Zukunft nutzen können. Das Wichtigste ist allerdings, dass wir diesen historischen Ort, so wie es geplant ist, und da kann man ja nur den Hut vor der Stadt ziehen, dass man das jetzt in Angriff genommen hat und dass das Areal mit aller Würde aber wieder zum Leben erweckt wird. Und da können wir, glaube ich, alle miteinander sehr stolz sein, Sie am meisten, Herr Oberbürgermeister. So, und jetzt gibt es den schönen Umschlag. Es ist Tradition, dass wir an dem Punkt nicht über Geld reden, der Oberbürgermeister weiß. Ich denke, es ist eine kläckliche Summe. Ist ja. Ich denke, da kann man viel damit anfangen. Ich habe selber nicht erwartet, dass sie so hoch wird, aber umso schöner, dass sie so hoch ist. Und jetzt gutes Gelingen und viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte schön. Dankeschön. Die Orgel, um die es geht, ist ein einmanuales Instrument. Der Gutachter sieht hier ein solide gebautes und fast unverändertes erhaltenes Werk von Bruno Kircheisen, einem Enkel von Karl Gotthold Jämlich, dem Stammvater der Orgelbauerfamilie Jämlich. Die Besonderheit ist zum einen eben, dass sie fast komplett im Original erhalten ist vom Orgelbaumeister Bruno Kircheisen, der wohl auch in Stolberg geboren wurde. Und sie hat eine noch intakte Kastenbalkanlage. Das ist also ein sehr spezieller, eine spezielle Konstruktion, den Wind zu erzeugen für die Orgel. Und normalerweise wurden solche Balkanlagen abgerissen oder umgebaut oder wie auch immer. Und hier ist halt wirklich fast alles noch original, bis auf ein Register. Und sie ist zwar sehr stark zerstört, aber wieder hinzukriegen. Und ja, in so einem Gefängnis hier ist das natürlich schon auch eine Seltenheit, glaube ich. Weiß man denn auch, wann die Orgel das letzte Mal gespielt wurde? Nee, da habe ich keine Information drüber. Was man aber weiß, die Orgel hat stark gelitten. Es ist ein Kraftakt notwendig, bis sie wieder zu dem stattlichen Instrument wird, das die Orgel einmal war.
Zum einen muss natürlich das Gehäuse wieder aufgebaut und überarbeitet werden, dass also die Außenhülle des Instruments irgendwie wieder da ist, der Schutz. Dann geht es weiter mit dem Pfeifenwerk. Es sind also fast alle Pfeifen verbogen, zertreten, verbeult, teilweise geklaut worden. Also gibt schwere Schäden. Ich zeige Ihnen nachher unten nochmal ein paar Pfeifen, die noch nicht in Kisten verpackt sind. Da kann man sich ungefähr ein Bild machen. Die Pfeifen müssen also restauriert und rekonstruiert werden. Dann sind die Windladen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, es gab hier einen Wassereinbruch, der also die Windladen teilweise zerstört hat, sodass sich also alle Einzelteile der technischen Herzstücken, sage ich mal, wieder einzeln verleimen muss, wieder alles passend machen muss. Und ich denke, das Gesamtprojekt wird mich reichlich über ein Jahr beschäftigen. Also das ist schon eine große Sache. Was ist bei der Sanierung die größte Herausforderung? Ja, also wie gesagt, die Pfeifen wird es wohl viele geben, die ich nicht retten werden kann. Da muss ich sehen, was rauszuholen ist. Und die Rekonstruktion des Ganzen ist im Prinzip, wie gesagt, bei den Windladen sind die Hauptschäden und bei den Pfeifen. Die ganze Mechanik und Technik, das ist größtenteils intakt oder, sage ich mal, leicht zu überarbeiten. Das ist jetzt kein Riesenproblem in dem Sinne, aber ich denke, die Pfeifen werden schon das Schwierigste werden, diese verbeulten Dinger wieder gerade zu bekommen und die ganzen Risse zu löten. Und hinterher muss es ja auch gut klingen. Also das einfach nur irgendwie wieder zusammenzusetzen, bringt halt auch nichts. Ne? Es ist noch einiges zu tun und wird noch 2-3 Jahre dauern, bis auf der Burg Honeck die Orgel im ehemaligen Kirchensaal des Gefängnisses durch das Theaterpädagogische Zentrum Stolberg oder für Konzerte im Rahmen des Musikfestes Erzgebirge genutzt werden kann. Und jetzt noch zu den Veranstaltungen. Im Eduard von Winterstein Theater hat am 10. Februar das Rockmusical Grimm Premiere. Doch schon jetzt am Sonntag kann man sich ein Bild über das Stück machen. 11 Uhr lädt das Theater zum Premierenschaufenster ins Foyer ein. Das Rockmusical Grimm von Thomas Zaufke und Peter Lund ist laut Ankündigung die wirklich wahre Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf. Im Kulturzentrum Goldene Sonne Schneeberg wird das Format der Psychologie-Vorträge 2019 fortgesetzt. Am 4. Februar wird Dr. Frederik Harich einen Fachvortrag zur Selbstfürsorge als Strategie gegen Burnout im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements halten. Beginn ist 19 Uhr. Der Vortrag erklärt, wie es zum Ausbrennen kommen kann und vermittelt praxis- und arbeitsrelevante Tipps zur Erhaltung des seelischen Gleichgewichts. Im Speziellen sollen Strategien im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements vorgestellt werden, in welcher Form Arbeitnehmer die Gesundheit ihrer Arbeitgeber stärken können. Am 21. Januar 1889 fand die erste Versammlung des zu dieser Zeit gegründeten Weihnachtsbergvereins zu Stolberg statt, der sich im Jahre 1905 erstmals mit einem ca. 90 Quadratmeter großen Weihnachtsberg präsentierte. Später wurde der Weihnachtsbergverein in Schnitzverein umbenannt. 1993 fusionierten dann die Klöpplerinnen mit dem Stolberger Hobbyschnitzern. Mit einer großen Ausstellung blickt der Stolberger Schnitz- und Klöppelverein noch bis zum 3. Februar auf sein 130-jähriges erfolgreiches Bestehen zurück. Geöffnet ist die Ausstellung im Kulturbahnhof Stolberg am Sonnabend und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Das war's in dieser Woche aus der Nachrichtenredaktion von ERZ-TV. Wir hoffen, Sie haben jetzt ein schönes Wochenende. Wir melden uns ab Samstagabend zu den Nachrichten mit dem Wochenrückblick.
Neue Nachrichten dann wieder ab Montag hier im Programm oder auf erztv.de und unserer Facebook-Seite. Im Magazin ab Samstag dann ein Musikworkshop, Nachtwächter und allerhand rund ums Geld mit meiner Kollegin Diana Beutner. In diesem Sinne eine schöne Zeit Ihnen und Glück auf! Das Wochenende zeigt sich am Anfang milder, als es in den vergangenen Tagen war. Teilweise klettert das Quecksilber auf über plus 3 Grad. Nachts bleibt es jedoch frostig. Und am Sonntag hat uns der Dauerfrost wieder. Dazu gibt es dann Schnee bis ins Flachland. Es ist bedeckt und der Wind dreht auf Nordwest. Genauso kalt, aber mit weniger Schneefall geht es dann in die neue Woche.